Aber natürlich geht es hier auch natürlich vollkommen weiter. Da ist noch Holz. Da steht viel Holz in dem Wald. Das stecke ich mir ein, denn es ist kalt. Und daraus mache ich es mir warm. Das finde ich gar nicht so lahm. Da hab ich Holz in dem Wald. Das brauche ich, denn mir ist es kalt. Und daraus mache ich es mir warm. Das finde ich gar nicht so lahm. Yay. Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Hier sieht es nämlich auch aus, als hätte jemand gekämpft. Das Anwesen des Adachi-Clans. Fürstin Masako müsste hier sein. Fürstin Masako! Krieger des Adachi-Clans! Ist jemand hier? Fürstin Masako! Hier ist Jin Sakai! Tötet ihn! Fuck! Waren das jetzt Mongolen oder war das einfach nur... Tötet ihn! Wo ist Fürstin Masako? Sag mir, wo sie ist! Zeit zu kämpfen! Warum machen die so viel Schaden? Warum? Ich hab doch nichts gemacht. Wieso? Tötet ihn! Was zum Geier? Fürstin Masako. Sag mir, wo sie ist. Warum muss es immer blutig enden? Warum macht er so viel Damage? Finden, was hier passiert ist. Es ist ganz schön dunkel. Im Dunkeln ist gut munkeln. Wer weiß, was die mit der Fürstin gemacht haben. Diese Lümmeltüten. Vielleicht waren das ja... Ich würde ja jetzt sagen Freier, aber... Naja, möglich. Die waren aber ganz schön stark. Also entweder... Jemand. Nee, ich hab's auf Mittel. Wie grauenhaft. Eine Naginata. Die Waffe der Frauen des Adachi-Clans. Sie haben ihre Familie verteidigt. Oh, das ist ein bisschen zu viel. Machen wir es mal ein bisschen kleiner hier. Wunderbar. Sie haben versucht zu entkommen, haben die Kinder durchs Fenster gereicht. Oha. Falls jemand überlebt hat, ist er vielleicht zu Pferd geflohen. Ich schaue in den Ställen nach.
Da hinten stehen die Ställe. Okay, okay, okay. Leere Ställe. Jemand nahm die Pferde mit. Das Blut ist trocken. Schon eine ganze Weile her. Na gut, es sind meistens nur in diese Richtung. Durchsuche die Stelle. Hab ich doch! Nix, nix, nix. Leine, mit der Fehlkacke aufgewischt ist, die interessiert mich nicht. Lol. Hufspuren. Jemand ist von hier geflohen. Es gibt eine Spur. Ja, aber wer? Das ist die Frage. Folge den Fußspuren. Okay. Fußspuren. Der Reiter wurde verfolgt. Ja. Aber hier runter. Das ist schon mal gut. Hoffe ich. Ich finde es ja ganz geil, dass du hier nicht automatisch irgendwie... Bogenschützen haben den Reiter gejagt. Der Reiter war geschickt. Er wusste, wie man Pfeilen ausweicht. Dass man hier wirklich die Spuren suchen muss. Aber auch so, dass die nicht so unauffällig sind. Ein totes Pferd. Das Pferd gehörte dem Adachi-Clan. Oh nein. Seit Tagen tot. Fürstin Masako, ich bin's. Tafet Mädel. Oma. Hallo, Oma. Es hieß, kein Samurai sei aus Komoda entkommen. Mein Ehemann. Fürst Adachi starb den Tod eines Kriegers. Für unsere Heimat. Ups. Unsere Heimat. Warum seid ihr hier? Der Mongolenkhan hat Fürst Shimura gefangen genommen. Wenn euer Clan mir hilft, können wir meinen Onkel retten und eure Männer rächen. Warte mal. Der Adachi-Clan ist tot. Bist du dir da sicher? Massakriert von unseren eigenen Leuten. Verräter. Was? Warum töten sie die, die schworen, sie zu beschützen? Das werde ich herausfinden. Ich begleite euch. Nein, stellt eure Belange nicht zurück für meine. Die Familie der Samurai sind meine Belange. Ich weiß, was es heißt, der Letzte seines Clans zu sein. Ich will nicht für euren Tod verantwortlich sein. Werdet ihr nicht. Kommt mit mir. Gut. Und das beim... Ah nee, wir haben ja erst seit... Ach, ich Vollidiot. Ich habe jetzt die ganze Zeit geguckt. Ja, wir sind schon seit einer Stunde am Aufnehmen für die YouTube, für die YouTuber unter euch. Aber... dabei war das nur das Live-Signal, das Record-Signal ist. Bin mal am Überlegen, ob ich mir für den Dingsbums vielleicht einen Timer setzen kann. Aber Feinde bekämpft. Sie wollten beenden, was sie begonnen hatten. In der Nacht, als mein Mann und meine Söhne zum Kampf gegen die Hey, kommt her! Ja, warte, da ist ein Fuchs. Der Fuchs ist ein bisschen wichtiger. Fuchs! Füchschen! Bleib doch mal stehen, ich bin nicht so schnell. Ja, ich kehre zu meiner Verbündeten zurück, gleich. Ich fände es cool, wenn man den Fuchs streicheln könnte. So. Jetzt. Kehre ich zu meiner Verbündeten zurück. So, Sora, komm her.
So. Entschuldige, Alte, das war jetzt gerade ein bisschen. Meine Schwestern haben die Kinder und floh. Ich blieb bei den Frauen meiner Söhne und kämpfte gegen die Angreifer. Es waren zu viele. Und dann war nur noch ich übrig. So endete es auch für mich in Komoda. Für mich war es nicht vorbei. Für dich war es nicht vorbei. Na dann. Na dann. Das ist ein Friedhof. Sieht so aus, ne? Ich habe sie hier begraben. Ja. Mit dem Rest unserer Familie. Okay, das nenne ich mal Synchronreiten. Ich habe versucht, sie zu retten, aber die Mörder erwischten sie auf der Straße und brachten sie um. Meine Schwester, meine Enkelkinder, sogar die kleine Natsu. Sie war gerade erst geboren. Ich konnte sie nur noch neben ihrer Mutter begraben. Das hätte nie passieren dürfen. Meine Schwester hätte mit ihrem Gemahl im Norden begraben werden sollen. Wenigstens ist sie bei ihrer Familie. Selbst das kleine Baby. Wow, das ist ein bisschen hart. Kommt. Wir reiten zum goldenen Tempel. Na dann. Dann reit vor. Er musste das alleine tragen. Ich bin nicht allein. Die Mörder sind am Leben. Sie werden für ihre Taten bezahlen. Jede Sekunde, die diese Mörder frei rumlaufen, macht mir Schande. Sucht die Schuld nicht bei euch. Aber es ist meine Pflicht, sie dafür zu bestrafen. Jo, ziemlich hart. Ihr werdet ohne mich reingehen müssen. Findet den Mönch namens Sogen und erzählt ihm vom Schicksal des Adachi-Clans. Was habt ihr vor, Fürstin Masako? Ich bin eine trauernde Witwe. Wenn ihr mit Sogen gesprochen habt, sucht die Rüstungsschmiedin. Sie repariert etwas für mich. Ich möchte, dass ihr es nehmt. Das werde ich tun. Danke. Ich warte auf der anderen Seite des Tempels. Okay. Aber da habe ich eben noch Holz gesehen, das möchte ich mitnehmen. Vielleicht finde ich da ja irgendeinen Schmied oder sowas. Okay, jetzt hat es ein bisschen geruckelt. Ja komm, ist ja egal. Die PlayStation gibt, was sie kann. Goldener Tempel. Da ist auch schon wieder ein Rüstungsschmied. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Vielleicht kann der mir meinen Bogen verbessern. Natürlich, meine werte Dame. Alles, was euer Bogen braucht. Euch fehlen die benötigten Materialien. Fuck. Tut mir leid. Vorräte, Alter, 300. Grüß dich, Jona. Alter, 300. Bis bald. Lass mich raten, ist alles so. Die Mongolen könnten uns jederzeit angreifen. Bambus brauche ich noch. Vorräte, die kriege ich schnell zusammen. Aber Bambus wird ein bisschen kritisch. Soll irgendeinen Mönch suchen. Wie geht's? Wie steht's? Wie kann ich euren Bogen verbessern? Boah, komm schon. 215 Vorräte. Mir fehlen fucking 4 Bambus. Fucking 4. Es ist mir eine Ehre, an euren Bogen zu... Fürst Sakai, es ist mir eine Ehre. Hallo, alter Mann. Habt ihr hier das Sagen? Ich betrachte mich mehr als ein Diener, mein Herr. Bitte, nennt mich Junshin.
Ich machte diesen Tempel zur Zuflucht für unser Volk. Ich werde es weiter sagen. Wenn sie die Reise nicht schaffen, gibt es bei Ariaka auch Lager. Ich versorge sie mit so viel Essen, wie ich kann. Gut zu wissen. Ich suche einen eurer Mönchsbrüder. Hashtag Ehrenmann, schreibt's in den Chat. Ich glaube, er die Tempelterrasse. Hab Dank, Griffin. Setzt euer gutes Werk fort. Entschuldigung. Schreibt's auch in die Kommentare, aber er fegt die Tempelterrasse. Zum Glück warst du eine Zeit lang AFK, Justin. Wir mussten ein paar Hunden in die Schnauze schön schießen. Euch zu sehen. Gonjiro, nicht wahr? Ihr dientet Fürst Nagao. Er war ein guter Mann. Sein Verlust tut mir leid. Er fegt die Tempelterrasse. Ich habe verstanden, er fegt die Tempelterrasse. So viele von uns hier schulden euch ihr Leben. Ich fürchte, die Schlacht um unsere Heimat hat erst begonnen. Darum wollt ihr ja helfen, mein Herr. Die Menschen spendeten, was sie konnten, und bitte, nehmt diese Geschenke an. Hab Dank, Gonjiro. Und alle, die etwas beigesteuert haben. Wir werden weiter spenden. Hier und anderswo, wenn eure Siege bekannt werden. Mögen die Kami euch beschützen. So. Es sieht ganz gut aus. Ja, finsterer Krieger brauche ich jetzt nicht zwingend. Halt! Nicht! Was denn? Was denn jetzt schon wieder? Ich weiß. Mein Herr! Mein Herr! Ihr seid bekümmert. Was ist? Ich sah einen furchtbaren Kampf am Kuta-Gehöft mit an. Banditen und Mongolen schlachteten einander ab. Normalerweise würde ich sie einander umbringen lassen. Doch dabei könnten anderen Gefahr geraten. Haltet euch dort fern. Ich sehe nach. Gut, hier gibt's wahrscheinlich wieder einiges an Nebenquest. Wo ist denn hier ein Typ, der die Tempelterrasse fickt? Gar nicht. Okay, dann suche ich einen Feger. Wer fegt denn hier? Einen Schwertschmied, mein Herr. Ich glaube, das kann ich das gut gebrauchen. Katana des Sakai-Clans. Eine vorzügliche Waffe. Das seht ihr auf einen Blick? Für mich ist jede Klinge einmalig. So unverkennbar wie ein Mensch, Fürst Sakai. Bringt mir das benötigte Material, dann verbessere ich mit Freuden ein so edles Schwert. Spiegelblank poliert. Verzeiht, ihr habt nicht das, was wir für die Arbeit benötigen. Danke. Gut, sprich mit der Rüstungsschmiedin und dem fegenden Mönch. Fegenden Mönch. Oder fegenden, ist mir egal. Ich bearbeite alle Arten von Rüstung. Das ist schön. Bambus! Nein! Lass mich raten, ich habe jetzt... Wo sind meine Vorräte? Bark! Verdammt! Ich kann meinen Bogen nicht verbessern. Ja. Fürstin Masako schickt mich. Sie meinte, ihr repariert etwas, was sie mir geben wollte. Die Rüstung. Eines der schönsten Stücke, an dem ich je arbeitete. Ich hole sie. Kriegen eine neue Rüstung. Sitzt wie angegossen, mein Herr. Die Qualität ist unvergleichlich. Sie wird euch gut dienen. Doch falls ihr Änderungswünsche habt, sagt einfach Bescheid. Ich brauche nur die nötigen Materialien. Danke. Mhm. Nicht schlecht. Ich spiele so farbenfroh. Was wohl passiert, wenn ich da noch einen Filter reinsetze? Boah, da kriegst du Augenkrebs, oder? Oder? Okay, sieht schon echt geil aus. Ein bisschen... Aber das Rot sticht halt sehr heraus. Also noch geht's, weil es jetzt gerade sehr gelblich ist.
Ach, etwas Gutes haben die Mongolen ja doch. Wie könnt ihr das sagen? Sie tötet ihn. Ja, mach ich mal. Ich will zwar jetzt nichts sagen, aber bei dem Blätterhaufen macht Fegen vielleicht keinen Sinn, oder? Das bin ich. Ich bin Sakai. Ein Samurai? Lebend. Ich habe Nachricht von Fürstin Masako. Der Adachi-Clan wurde angegriffen. Sie ist die einzige Überlebende. Die Mongolen. Verräter. Aus unseren Reihen. Wie furchtbar. Hat jemand Verdächtiges den Tempel passiert? Bewaffnete Männer? Ich selbst habe nichts gesehen. Allerdings bin ich auch sehr beschäftigt. Bitte sagt Fürstin Masako, sie kann hier gern Zuflucht suchen. Danke für eure Zeit. Natürlich. So, was ist mit dir los? Gibt es Vorräte in dieser Gegend? Das weiß ich nicht. Doch die Kami helfen euch, wenn ihr ihnen Respekt erweist. Findet die Tori-Tore und folgt ihnen zu einem Schrein. Dort werdet ihr fündig. Das heißt, ein Kami-Talisman könnte das Schicksal ändern. Solche Hilfe brauche ich. Wir haben jetzt schon zwei Füchsen gefolgt. Schade, dass man die nicht streicheln kann. Nach dem Schrein beten wäre das ganz cool. So, muss ich mal gucken, wo die Alte jetzt hin ist. Masako, Mädchen, wo bist du dann? Hm? Sag mal, habe ich jetzt den Filter wirklich ausgemacht? Ja, habe ich. Das sieht trotzdem ziemlich gelb aus. Selbst ohne Farbkorrektur und so ein Stuff. Düt, 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 düt. Ich finde es komisch, wenn der so rennt. Wo ist die Alte denn? Da. Ihr habt die Rüstung. Ja, hab ich. Sie sitzt gut. Sie gehörte meinem Ältesten, Shigesato. Es ist mir eine Ehre. Ich sprach mit dem Mönch. Was hat Zogen gesagt? Er bietet euch Zuflucht im Tempel. Damit die Mörder meiner Familie wissen, wo ich bin. Wir müssen weiter. Ja, ich wäre auch vorsichtig. Wenn die Mörder meiner Familie Verräter wären und man nicht mehr entscheiden konnte, wer es jetzt wäre. Ihr glaubt, Zogen steckt hinter dem Massaker? Er kam kurz vor den Attentätern in mein Haus. Die kleine Ratte war ihr Späher. Das ist kein Beweis für seine Schuld. Nein. Aber Grund, ihn zu verdächtigen. Zogen kam zu Beginn des Herbstes aus Kamiagata. Als wir von den Invasionsplänen der Mongolen erfuhren. Der Plan zur Vernichtung meines Clans erforderte Präzision. Plan. Ist jetzt Japan oder sind das Chinesen? Verrat zu tarnen. Wo ist dieser Mönch? Das ist Zogen. Er hat es eilig. Folgen wir dem Wolf zu seinem Bau. Hier können wir hinunter. Ich sollte dem Mönch bloß Angst einjagen. Ich wusste, er verliert seine Ruhe. Macht einen Fehler. Jetzt führt er uns zu seinen Freunden. Bleibt in der Nähe. Man darf uns nicht sehen. Ja, stehe. Ich sollte dem Mönch Angst machen, weil er ein Verräter ist. Und das wusste sie. Hat uns aber nicht eingeweiht. Kann ich ihn einfach erschießen? Ein Mönch, der ein Verräter ist. Das ist ja schon hart. Das ist ja mies. Deckung. Hat er uns gesehen? Ich glaube nicht. Er geht weiter. Gehen wir. Schnell.
Das waren Rehe. Lauf! Du Lümmel. Ich habe immer so ein bisschen den Recorder im Blick. Ich bleib mal hier im Gras. Wenn ich nicht einfach einen schönen Brandpfeil ins Gesicht. Fuck, ich dachte, ich könnte hier runterspringen. Versteckt euch. Salut, salut, mein Lieber. Dieser Lümmel. Ein Mönch als Verräter. Mensch, dieses Spiel. Das kleine Arschloch. Masako lebt. Sie hat einen Samurai bei sich. Der hat sicher die Männer beim Haus getötet. Ihr Narren. Jetzt wissen Sie, dass ich beteiligt bin. Ihr müsst sie finden. Mäßigt eure Stimme. Ich gehe rein. Kommt erst wieder, wenn sie tot sind. Diese Männer töteten meine Familie. Verschont den Mönch. Der Rest kann sterben. Warum soll ich den Mönch verschonen? Eure Klingen. Ich will sehen, was der Mächtige sagt. Ein Tau! Für den Asachi-Clan! So. So. So, weg mit dir. Wo ist der Nächste? So, und du. Boah, komm schon. Oh, come on! Warum? Was hab ich getan? Also... Stellt euch! Noch! Bloß keine Dead Counter. Bitte nicht. Ich werde dein Schwert gut nutzen, wenn du tot bist. Für den Asachi-Clan! So, jetzt mit. Nein! Sound. Dreckiger. So, wo ist der Mönch? Wo ist der Mönch? Nach oben gegangen. Es gibt kein Entkommen, Sorgen.
Dem ihr spalten wir jetzt den Ei. Ausgelöscht. Ich war nur ein Bote. Für wen? Wissen setzt dem Leid kein Ende. Ihr wisst nichts darüber, was Leid ist. Masako. Noch ich nicht. Ich begrub meine Familie. Einen nach dem anderen. Ich brauchte Tage. Doch euch überlasse ich den Wölfen. Wir brauchen ihn lebend, bis wir wissen, wem er dient. Unsere Welt hat sich gewandelt. Und Visionäre müssen sich erheben. Wer im Weg steht, wird beseitigt. Sie waren Kinder! Masako! Wer sich im Weg steht, wird beseitigt. Was hat denn ein Kind und ein Baby damit zu tun? Er hätte niemals geredet. Wir brauchen Informationen. Irgendwas muss uns doch weiterhelfen. Sucht draußen. Ich kümmere mich um das hier. Kommt hinterher zu mir. Ich hätte dem die Fußsohle Stückchen für Scheibchen abgeschnitten. Dead Counter 1, Justin macht 3 draus. Vertrau mir. Ersatzwaffen. Sie haben Verstärkung erwartet. Kein Essen mehr da. Sie waren lange hier. Bin schon 2-mal gestorben, glaube ich. Namen. Und ein Symbol. Sogen, Sadao, Mai, Kajiwara und Omura. Liste mit Verschwörern. So, Masako. Was ein Massaker. Was ein Massaker. Oh! Entschuldigung. War das gemein? Bisschen. Was haben wir hier noch drin? Vorräte, Vorräte! Ist okay, ich nehme. Alles meins, alles meins. An die Wand gekettet mit dem Bogen in den Genitalbereich schießen und für jedes Au oder schmerzhafte Stöhnen nochmal einen Pfeil random in den... Nein. Nein, am Sack aufhängen und dann baumeln lassen. Hier etwas gefunden. Seil, Schlinge? Eine Liste mit Namen und ein Clan. So hinterm Sack. Richtig schön festgeschnürt und dann guckt, wie hoch kannst du ziehen, bevor er reißt. Ich habe es noch nie gesehen. Oder kennt ihr von diesen, Clan, meistens so von diesen bösen Hunden? Es geht mir zu schnell, da reißt er ab. Wir müssen ihn aufhalten. So, egal. Das werde ich. Das schafft ihr nicht allein. Ihn zwingen, seinen Sack in Batteriesäure zu halten. Wenn mein Onkel davon erfährt, wird er nicht ruhen, bis die Verräter für ihre Tat büßen. Helft mir. Dann vernichten wir jeden, der euch verletzt hat. Oder ihm eine glühende Büroklammer in die Harnröhre gemeinsam schieben, zudrücken und dann rausziehen. Bei der Rettung eures Onkels werde ich da sein. Danke, Fürstin Masako. Bis es soweit ist, habe ich zu tun. Und dann schön Dreck in die Wunde, bis er nur noch beim jeden Mal pullern nur noch Blut und Eiter strullt. Noch dazu. Aber Sora. Sora, super. Aber es ist eine Sie. Oder sie waren da, waren zu faul, eine ordentliche Salami unten da mitzurendern, aber nein, einfach nein. So, okay, Aufzeichnung. Ich will mich hier nochmal ein bisschen umsehen. Vielleicht finde ich auch ein paar Vorräte. Ja, hier brennt ganz viel nieder. Da ist noch Stuff. Ich hab's gewusst. Ich glaube, das mit der Farbkorrektur ist zwar ein ganz nettes Gimmick, aber das ist, glaube ich, wird zu viel. Wird zu viel. Bei Regen, ja. Wenn es dunkel ist, ja. Aber wenn es schön ist, ist das Spiel eigentlich farbenfroh genug, sodass man da keine Nachbearbeitung braucht. Finde ich zumindest. Weiß ja nicht, wie das bei euch rüberkommt. Die Salami bekommst du auf dem Teller zusammen mit einem Überbleibsel von der Eierfeier. Ja, so schimmlige, also schimmlig geschwollene Stierhoden.
als Omelett. So. Was jetzt? Was? Ausstattung? So, Karte. Was haben wir denn jetzt hier? Ein Zuhause. Brauchst du keine so... Uah. Dienste verfügbar. Okay. Bogenmacherin, Schwertschmied, Rüstungsschmied, Geschenkealtar. Ich habe keine Ahnung, was der Geschenkealtar ist. Adachi-Anwesen. Meter. In dieser Richtung. Den richtungsweisenden Wind finde ich ganz cool. Der passt auch in sein Ambiente. Das habe ich jetzt schon öfters gesagt. Naja, die 180 Meter können wir jetzt nochmal ohne Sora rennen. Hoffentlich muss ich nicht übers Wasser. Doch. Vogel! Kann ich nicht einfach... Oh ne, sag bloß, ich muss da rüber schwimmen. Das schaffe ich auch niemals. Okay, hier ist noch ein... Hier ist noch eine kleine Brücke. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da wieder so ein Meditationsdingsbums. Oh, Haiku. Piranhas. Sind doch eher Tropendinger. Über Zuflucht. Wasser und Geist ruhig. Da war eine Ente. Kriegt man gleich Hunger. Mach ich einen Bedach. Standhaft stehen wir. Unbeugsam wie je. Und was haben wir hier? Erheben wir uns. Okay. Wasser und Geist ruhig. Tief im Schatten der Natur. Erheben wir uns. Ich glaube, so viele gefährliche Tiere gibt es hier jetzt auch nicht. Ich meine... Nee, muss nicht... Ah, ich weiß nicht, ob es ins Ambiente und in die Story passt. Ich meine, bei Survivaler oder so, ja... Aber eigentlich... Hast du gerade gesagt, bleib stehen, du Lümmel. Bären gibt es, ja. Ich bin hier! Stillhalten. So viele tapfere Samurai starben in Komoda. Wieso lebt ihr noch, mein Herr? Sei doch froh! Sei doch froh, dass ich noch lebe, Arschloch. So, okay, Schwarzpulverbombe voll. Okay. Nehmen wir mal ein paar Vorräte mit. Heute kriege ich relativ viele. Warte mal, ich will noch was gucken. Habe ich nicht auch irgendwo... Ausweichen. So, sprint auf einen Gegner zu und attackiere ihn mit einem schnellen Schlag. Standhafte Schwertparade.
Perfekte Heilungsparade. Ja, Paraden sind nicht so meins. Folge dem leitenden Wind zu heißen Quellen, Bambusständen. Oh ja, warum nicht? Warum nicht? Ciao, tschä. Ich werde allen von euch erzählen. Das ist super. So, jetzt wollen wir mal gucken. Gibt es hier auf der Karte noch irgendwas? Legendenerzähler. Das ist der goldene Tempel, da war ich aber schon. Die nächste Frage ist, wo will ich hin? Burg Kaneda. Ich weiß nicht, ob ich da schon hin sollte. Ich will zwar nichts sagen, aber draußen ist mal wieder viel los. So. YouTube-Aufnahme beende ich jetzt. War Ladebildschirm, Ladebildschirm, Ladebildschirm. Und die anderen, wir können uns ja unterhalten. Bis gleich.